1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Und wie immer freitags eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, nur zu telefonieren unter 0800 220 50 50 oder mailen unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Anja. Und die Anja ist, wie alt ist sie? 26, ne? Stimmt's? Ja. Hallo, Anja. Hallo Domian. Na, um was geht's bei dir? Mein Mann hätte gerne was Sexuelles mit meiner Mutter. Wie bitte? Dein Mann hätte gerne etwas Sexuelles mit deiner Mutter? Ja. Wie lange bist du mit deinem Mann verheiratet oder zusammen schon? 12 Jahre. Wie bitte? Du bist 26? Ja. 12 Jahre? Ja. Also Kinder, Jugendliebe? Ja. Hast du schon mal einen anderen Partner nebenher gehabt? Nein. Vorher auch natürlich nicht. Nein. Wie alt ist er? 30. Hatte er vorher schon mal irgendwas anderes? Ja. Hm. 12 Jahre. Ist ja eine lange Zeit. Ja. So, er ist scharf auf deine Mama. Ja. Woher weißt du das? Er hatte schon, habe ich mal vor Jahren rausgefunden, dass er ältere Damen mag. Hm. Wie alt ist denn die ältere Dame? Also deine Mutter meine ich jetzt. 52. 52. Hm. Ist auch nicht so alt, aber egal. Ja, gut. Ja. Und irgendwann fragt man ja auch mal, was magst du denn so im Bett? Und ja, er würde halt mal gerne mit meiner Mutter. Das hat er dir so offen gesagt? Wir schreiben dann Zettel. Wie bitte? Ihr schreibt euch Zettel, was ihr so für geheime Wünsche habt? Ja. Ach, das ist ja putzig eigentlich. Ja, ihr sitzt dann zusammen. Ich jemand bin, der es nicht aussprechen mag. Ja gut, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist ein gar nicht so dummer Trick, Dinge zu kommunizieren, sage ich jetzt mal, vor denen man sich eigentlich schämt. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ihr sitzt dann am Küchentisch und schreibt euch gegenseitig Zettelchen. Ja. Genau so. Und hat er drauf geschrieben, ich würde gerne mit deiner Mutter. Ja. Wann hat er das gemacht? Das ist schon 2 Jahre her. Und ist da schon mal was passiert? Das nicht, aber letztens habe ich Schubladen aufgeräumt und dann fand ich Fotos bei ihm von meiner Mutter und langsam wird es mir wirklich komisch. Vorher habe ich gedacht, das wäre so halt eine Schwärmerei. Hör mal, als ihr euch diese Zettelchen zugeschoben habt. Ja. Wie groß sind die? So groß wie ein DIN A4-Blatt oder ein bisschen kleiner? Ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Und zugeknickt? Ja. Ja, so, dann stelle ich mir jetzt gerade vor, er schiebt dir das rüber und du machst es auf und da steht drin, ich würde ganz gerne mal Sex haben mit meiner Schwiegermutter, sprich mit deiner Mutter Anja. Mhm. Wie hast du denn da spontan drauf reagiert? Ich habe es für den Jungs gehalten und habe gegrinst. Nicht weiter nachgefragt? Nein. Denn später irgendwann nochmal darüber gesprochen? Immer wenn ich dann auf das Thema mal zu sprechen kam, dann hat er auch direkt abgeblockt und nee, da rede ich jetzt nicht so. Mhm. Ist denn deine Mutter empfänglich für ihn? Nein, das glaube ich nicht. Null. Mhm. Mhm. So, das heißt, wir reden jetzt im Moment noch über einen theoretischen Fall. Ne? Also wir gehen davon aus, dass dann noch nichts passiert ist. Genau, hoffe ich. Ja. Aber dir macht es zu schaffen, weil dein Mann diese Fantasie im Kopf hat. Genau. Und das macht es natürlich noch schlimmer, dass es deine Mutter ist, als wenn es irgendeine andere, etwas ältere Frau wäre. Ja. Und generell hat er also den Standpunkt, eine Frau ist erst attraktiv mit 50, 55. Ach, wie toll. Das ist ja ein tolles Kompliment dann für dich, junges Ding. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Zwischendurch gefragt, was hast du ihm denn auf den Zettel geschrieben? Bei diesem Hin- und Her-Austausch? Ja, eigentlich eher so mal halt woanders, mal draußen. Ach so die übliche Geschichte. Halt. Sex im Freien und sowas. Ja. Und so außergewöhnliche Wünsche. Ja. Hm.
Dir macht das zu schaffen, ne? Du siehst die Bilder, du findest Fotos von deiner Mutter im Spind und denkst, wollen wir es mal ganz, ganz krass ausdrücken, der onaniert auf meine Mama. Genau. Ne? So ist es doch. Ja. Solche Gedanken gehen einem dann durch den Kopf. Ja. Mhm. Wie ist denn eure Ehe überhaupt so? So ganz gut. Auch im Bett noch leidenschaftlich? Ja. Wobei das ja seltsam ist, wenn er sagt, Frauen sind für mich erst attraktiv ab 45, 50. Fühlst du dich denn überhaupt dann begehrt wirklich von ihm? Ich mache immer alles aus. Ich mache alles dunkel. Ach so. Ja. Also ihr habt nur Sex im Dunkeln? Ja. So dass er sich vorstellen kann, ach, die Anja, die ist schon 53 oder so. Ja, oder auch was für ein Film halt bei ihm im Kopf abläuft, ich weiß es nicht. Mhm. Liebst du ihn? Ja. Sehr. Mhm. Und du bist auch froh, dass du in dieser Beziehung bist, in dieser Ehe bist und hast nicht irgendwelche Sehnsüchte auszubrechen oder? Nein. Wir haben auch zwei Kinder und. Ja. Ich finde, Anja, wenn man sowas hat und ich sag nochmal, dass ich diesen Trick mit den Zetteln finde ich toll. Finde ich eine schöne Idee. Eigentlich. Und das ist ja auch okay, wenn man sich vielleicht die Wahrheit sagt. Ja. Nicht jede Sehnsucht, die man hat, nicht jeder Sehnsucht sollte man nachgehen. Es gibt auch immer wieder Dinge, die man einfach auch wieder herunterschrauben sollte, weil es einfach nicht in das aktuelle Leben hineinpasst. Ich finde, dass du mit ihm darüber sprechen solltest, richtig Tacheles reden solltest. Und dir das auch verbeten solltest, dass er sich da weiter reinsteigert. Weil es dir einfach weh tut. Es tut dir ja nicht nur weh, weil er dir da fremd geht in Gedanken, sondern es ist auch deine Mutter. Das ist ja doppelt schlimm, das Ganze. Ja. Wie meinst du denn, wie der darauf reagiert, wenn du jetzt offen ihn ansprichst und sagst, pass mal auf, irgendwie komme ich damit nicht klar, was da in deinem Kopf vorgeht? Wahrscheinlich sowas wie, ja, dann rede ich halt sag überhaupt nichts mehr dazu und deswegen lässt er davon ja nicht ab. Ich finde aber grundsätzlich, ich wurde gerade hellhörig, ich finde grundsätzlich, wenn der sowas zu dir sagt, eine Frau wird erst attraktiv ab 50, wenn ich das meiner Frau sage, die 26 ist, finde ich eigentlich eine Unverschämtheit, finde ich auch verletzend für dich. Ja. Das sagt für mich auch schon was aus über die Beziehung, die ihr da führt. Ich finde auch, wenn die Sexualität, die Erotik nur im Dunkeln stattfindet, ist für mich auch schon was nicht in Ordnung. Also vielleicht steckt ja auch dahinter, dass das schon auch die Ehe nicht so ganz perfekt läuft und gut läuft, wie sie eigentlich laufen sollte. Das kann gut sein. Deswegen wäre vielleicht so ein weiterer Schritt, wenn du mit ihm alleine gesprochen hast und das funktioniert nicht oder das funktioniert nicht befriedigend, dass ihr auch nochmal zu einer Beratungsstelle geht. Finde ich schon. Also der Anlass ist finde ich schon klar genug. Dass du einfach, so wie du jetzt von mir, von einer neutralen Person, einfach mal so eine Rückmeldung kriegst, dass ihr zusammen bei jemandem sitzt. Ein Fachmann, der euch da so ein bisschen leiten kann und vielleicht euch was sagen kann. Fände ich nicht schlecht, Anja. Ja. Ich mache einen Vorschlag. Du sprichst jetzt noch ein paar Worte mit meinem Psychologen und der kann dir noch eine Adresse in deine Umgebung geben und dann kannst du frei entscheiden, was du machst oder was ihr macht, okay? Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Noch mal Pause. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und hier ist Sandy. Sandy ist 36 Jahre alt. Genau. Genau. Hallo. Hallo, Sandy. Sandy ist nicht auf Handy, ne? Nein. Das ist gut. Das finde ich immer sehr löblich, weil ich euch dann besser verstehen kann. Sandy, um was geht's denn? Ich hatte eigentlich schon angerufen zu dem Thema, wenn das meine Kinder wissen, weil ich da ein Problem habe, wo ich nicht weiß, ob ich das mit meinen Kindern schon besprechen kann oder nicht. Ja. Weil die ja nur 10 und 13 sind. Ja. Und ich nicht weiß, wie weit verstehen die schon einiges. Mhm. Was geht es denn genau? Also bei mir ist das so, ich gehöre zu denen, die sich selber Verletzungen zufügen. Also bei mir sind die Arme ziemlich vernarbt und auch immer wieder, dass da eben Schnitte sind. Mhm. Und das heißt, du schneidest dir die Arme mit Rasierklingen oder kleinen Messern auf? Ja. Mhm.
Und wie lange schon? Anderthalb, zwei Jahre. Ja. Hast du bist du alleinerziehend oder bist du in einer Beziehung? Getrennt lebend. Getrennt lebend. Aber die beiden Kinder sind bei dir? Ja. Mhm. Also du verletzt dich selbst. Jo. Was machst du noch? Bulimie habe ich schon relativ lange. Ja, also Brech- und Magersucht? Ja. Wie lange hast du das schon? Das fing mit 15, 16 an. So lange schon. Hat dann aber über Jahre geruht, wie man so schön sagt. Und ist jetzt eigentlich als wir uns getrennt haben, eigentlich dann wieder ziemlich aufgebrochen. Wann habt ihr euch getrennt? Vor 3,5 Jahren. Ja. Mhm. Also da ist die Bulimie wieder aufgebrochen? Mhm. Und 1,5 Jahre später ungefähr fing es dann an mit der Selbstverletzung. Ja, das kam doch dazu dann. Gibt es noch was? Nee, es reicht eigentlich auch. Es reicht schon, aber ich frage ja trotzdem, es kann ja sein, dass noch. Ja. Mhm. Wie stark bist du erkrankt an der Bulimie? Wie oft kommt es vor, dass du erbrichst? Es ist unterschiedlich, weil Bulimie ist nicht nur Brechen, sondern das sind Phasen, die wechseln. Mal isst man gar nichts. Mhm. Und wenn man was isst, dann ja eigentlich immer nur mit schlechtem Gewissen und dann entweder, wie gesagt, dann erbrechen oder Abführmittel oder eben versuchen gar nichts. Ja, also eine ganz eklatante Essstörung, ne, liegt da zugrunde bei dir. Also so ein normales Essverhalten ist fast gar nicht. Kriegen die Kinder das nicht mit, wenn du nicht normal isst? Und also weil die decken eigentlich schon gar nicht mehr den Tisch mit. So. Mhm. Oder so, Mama, isst du heute mit? Oder Mama, soll für dich auch den Tisch? Oder boah, Mama, du isst ja was oder so. Mhm. Aber du kannst, das Kochen gelingt dir für die Kinder. Ja. Das geht. Mhm. Klar. Ja. Das geht. Mhm. Und haben die Kinder dich auch schon mal erwischt, wenn du erbrichst? Nee. Das nicht. Mhm. Weil ich verlege das eigentlich immer in die Abend schon, dass ich also tagsüber eigentlich versuche, wenig zu essen. Ja. Und wenn dann irgendwie der Hunger kommt, dann eben dann abends. Ja. Also dann, wenn die Kinder im Bett sind, dass das auch wieder loswerden kann. Bist du ein sehr unglücklicher Mensch, Sandy? Teils, teils. Eigentlich denke ich immer, hast eigentlich gar keinen Grund. Du hast tolle Kinder, du hast einen Job, du hast eine schöne Wohnung und hast nette Freunde. Eigentlich hast du gar keinen Grund. Mhm. Aber es ist ja interessant, ne? Dass nach der Trennung ging das mit der Bulimie wieder los. Dann die Selbstverletzung seit 1,5 Jahren. Kannst du das irgendwie in Verbindung bringen mit einem Ereignis, dass das losging mit der Selbstverletzung? Ereignis eher weniger, eher mit so einem Gefühl. Das ist meistens, wenn der Druck so groß ist, wie ich das erklären soll. Entweder wenn ich nicht weiß, wohin mit mir, vor lauter irgendwie, das Gefühl, mir wächst alles vom Kopf oder ich pack das alles nicht. Ich verstehe, du bist voll berufstätig? Teilzeit. Teilzeit. Und hast aber den Haushalt zu versorgen und hast zwei schon recht große Kinder. Ja. Das macht sehr viel Arbeit, das macht sehr viel Druck. Ja. Und da kann das natürlich sein, dass das eine Folge ist, dass du dir dadurch einfach so ein Ventil schaffst, ne? Durch dieses, sowohl durch die Bulimie als auch durch die Selbstverletzung. Und das ist manchmal eben nicht nur, wenn viel Druck da ist, sondern wenn ich mich selbst nicht mehr fühlen kann. Wenn ich das Gefühl habe, wenn mich einer fragt, wie geht's dir? Ja. Du sagst du automatisch gut, aber eigentlich, ja, wie geht's dir eigentlich? Ja. Kann ich gar nicht mal sagen. Richtig. Ich kann oft gar nicht sagen, wie es mir geht, weil man funktioniert irgendwie eigentlich nur. Also es ist so eine. Das heißt, es gibt auch keine Liebe im Moment bei dir im Leben. Es ist keine Beziehung. Und wenn ich mich selber schneide oder dass dieser Schmerz da ist, ja, dann fühle ich jedenfalls was. Kriegen die Kinder ja auch mit, ne? Wenn du verletzt bist am Arm, oder? Ja, dann habe ich immer zigtausend Ausreden, das war die Katze oder da habe ich mich am Regal geschnitten oder da habe ich das und das und da bin ich abgerutscht und da habe ich dies und dann habe ich das halt wieder aufgepult oder. Aber der Große wird schon stutzig. Ja. Hast du denn im Laufe der letzten 3 Jahre, seitdem auch die Bulimie wieder ausgebrochen ist, hast du darüber nachgedacht, dir Hilfe zu holen von fachärztlicher, fachpsychologischer Seite? Also eine Freundin hat mich praktisch hingeschliffen zu einer Therapeutin. Aber ich habe da eigentlich manchmal mehr das Gefühl, das setzt mich mehr unter Druck, als dass es mir hilft. Weil ich habe immer das Gefühl, die meint, die ist ganz lieb und die meint das auch ganz gut. Und
Hast du auch Ergebnisse sehen. Ja. Hast du es abgebrochen oder läuft es immer noch? Es läuft noch. Wie lange läuft es schon? Dreivierteljahr jetzt. Aber ich habe das Gefühl, die setzt mich mehr und dass ich mich dadurch mehr unter Druck setze. Dann finde ich es nicht richtig. Dann finde ich das nicht die richtige Therapeutin oder nicht den richtigen Therapieansatz. Irgendwas stimmt da nicht, wenn du dich so unwohl fühlst dabei und nach einem Dreivierteljahr noch nichts geschehen ist. Aber ich will darauf hinaus, Sandy. Ich glaube ja, wie du es jetzt geschildert hast, dass das wirklich kompliziert ist und komplex ist. Du sagst, dass du dich unter Druck fühlst, dass du dich nicht spürst. Aber in dem Moment, wo du dich verletzt, spürst du dich. Vielleicht in dem Moment, wo du erbrichst, spürst du dich. Das zeugt ja oder sagt ja aus, dass das schon eine große seelische Belastung auf dir ruht. Und ich bin davon überzeugt, dass du das nur mit Hilfe von außen schaffst zu lösen. Da dein Leben ja schon kompliziert und schwierig genug ist. Ja. Deswegen wäre jetzt erstmal auf diesen Punkt bezogen mein Rat, einen anderen psychotherapeutischen Weg zu gehen, eine andere Psychologin, einen anderen Psychologen zu suchen. Ja. Finde ich. So, aber auf die Grundfrage zurückzukommen, ne, soll ich das meinen Kindern sagen oder wann soll ich das meinen Kindern sagen? Guck mal, es ist ja schon so sehr schwierig, so unter Erwachsenen das gegenseitig zu erklären, was man da hat. Weil ich lüge sie ja permanent an. Du lügst sie permanent an, ja. Und weil der Große eben, der gerade jetzt, wo die Jennifer Nitsch da sich doch... Ja. Da, und da stand unheimlich viel, dann weil die das wohl auch gemacht hat über Autoaggression. Mhm. Und dann kam viel Berichte darüber im Fernsehen. Und dann guckte der Große ganz komisch zu mir rüber. Und dann dachte ich, oh. Also ich glaube, dass man da abwägen muss. Ich glaube, mit 12, 13 kann man den Kindern vielleicht auch noch nicht die volle Wahrheit zumuten, weil das die Kinder vielleicht auch wieder zu sehr belastet. Ich habe nur die Vermutung, dass er was ahnt. Ja, deswegen ist es jetzt so, ich glaube, das ist so eine Gratwanderung, dass man schon natürlich auch vielleicht zum Kind signalisieren kann, mir geht's nicht so gut im Moment. Aber parallel, finde ich, musst du auch etwas unternehmen, dass es dir besser geht. Ja. Denn das tust du für dich und tust auch eben für deine Kinder, dass du wieder stabiler wirst. Und wenn du dem Kind erklärst, dass es dir schlecht geht oder nicht so gut geht und parallel dazu dem Kind aber auch erklärst, pass mal auf, ich bin da bei so jemand, das ist wie ein Doktor, da geht es dann nur so um die Seele und es geht bergaufwärts, ich tue etwas dagegen, dann hat das ja auch gleich eine positive Verknüpfung. Als wenn du nur sagst, mir geht's total schlecht und vielleicht sogar irgendwelche Einzelheiten erzählst. Ja. Ich würde die Kinder vorsichtig... Ich will ja nicht noch mehr belasten, die haben da durch die Trennung selber schon... Genau, das ist das. Aber man will ja auch, das sind ja schon, mein 13 Jahre ist ja auch schon ein gutes Alter, man will die Kinder ja auch nicht permanent belügen. Nee. Das heißt, ich würde ihn ganz vorsichtig daran führen, parallel aber auch eine ganze Menge mit mir selbst unternehmen. Sprich, jetzt eine neue Therapie suchen, nach Auswegen suchen, nach Selbsthilfe auch greifen. So würde ich es machen. Ich würde an beiden Seiten anfangen. Ja. Ist schwer. Ja. Ist schon klar. Vor allem, weil es schon so Überwindung gekostet hat, überhaupt dahin zu gehen. Ja. Und da hat mir jetzt so, ganz von vorne bei jemand anders anzufangen. Egal, Sandy. Ich sag immer in der Sendung, wie oft, das kennen wir alle, dass wir bei einem Arzt sind und denken, nee, das ist es nicht. Das ist irgendwie, mit dem komme ich nicht klar. Da stimmt die Chemie einfach nicht. Und dann geht man zu einem anderen Arzt, da hat man viel weniger Hemmung, als dann vielleicht bei einem neuen Psychologen anzufangen. Und wenn man noch einen dritten sucht, dann ist es ja auch okay. Du tust es ja für deine eigene Gesundheit und für dein eigenes Leben, für deine Familie. Ja. Mach es. Ich würde gerne dir auch noch vielleicht die Meinung anbieten von meinem Psychologen, der jetzt gerade zugehört hat. Ja. Dann hast du noch eine andere Meinung und kannst dann für dich entscheiden, welche Richtung du gehst. Ja, ich meine, du hast ja recht, so kannst ja nicht weitergehen. Ja. Also wir machen es mal so, du legst auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich an, okay? Alles klar. Alles Gute von Herzen, Sandy. Vielen Dank. Schönen Sommer. Tschüss, gleich. Tschüss, gleich. Danke. Ciao. Schönen Sommer ist gut, ne? Wenn wir endlich mal Sommer hätten. Mann. So ein Wetter. Hier ist Tina. Tina ist 20. Hallo. Hallo. Hallo, Tina. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Vater, bei dem ich lebe. Also nicht alleine, sondern ich lebe mit ihm halt, um seiner Stieftochter und meinen Geschwistern. Und... Ja, er tyrannisiert mich mit seinen Regeln und er drückt mich in meinen Freiheiten. Also da gibt es eine Stieftochter gibt es. Und du hast auch noch... Eine Stiefmutter, achso. Ja. Und deine Geschwister. Und eine Halbschwester, ja. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 3 Geschwister. Ja. Und eine Halbschwester noch. Eine Halbschwester. Ja. Mhm. Er tyrannisiert dich.
ja, mit Regeln, mit wirklich ganz extrem. Mit diesem, ich habe eben gerade wieder unten an der, am Kühlschrank hängt so eine Hausregel, die er selbst aufgeschrieben hat, mhm, in der er wirklich mich sowas von einengt, und wenn ich die dann nicht genau einhalte, dann sagt er mir das in so einem strengen Ton, und ich meine, ich bin 20 und irgendwo, ja, weiß ich ja, was ich tun lassen kann. Was steht denn in der Hausregel drin am Kühlschrank? Ach, da steht alles Mögliche drin, wenn das Türchen, dass das Türchen zu sein hat, wann welcher Brotkrummel wegzuräumen ist, und ach so, der Tisch muss bis um 15.34 Uhr abgeräumt sein. Und das betrifft jetzt nur dich, oder ist das für alle eine Regel? Das ist eigentlich für alle, aber bei mir im Moment eigentlich extrem. Also ist er mit dir? Bei den anderen, die anderen haben mehr Freiheiten darin, das, ja, einfach mal vielleicht wegzulassen. Hm. Sind die jünger oder älter als du? Mein ältester Bruder, also mein älterer Bruder, und wie, ich habe nicht verstanden, da war eine Störung in der Leitung. Wie alt ist der? Mein Bruder ist 23. 23, ja. Der wohnt auch und noch da. Nein, der ist jetzt vor einem halben Jahr ungefähr ist da raus, ausgezogen. Na, ich meine jetzt die Geschwister, die noch da bei euch in der Familie wohnen. Wie ist das altersmäßig? Bist du da die Jüngere oder die Ältere? Ich bin, also mein großer Bruder ist 23, dann komme ich bin 20, und dann kommt 17, 15 und 9. Ah, also bist du die Älteste im Haus? Ich bin eigentlich die Älteste, ja, im Haus, ja. Und würdest du sagen, dass er wirklich, ich frage es nochmal, dass er mit dir am strengsten ist? Er ist mit mir schon immer am strengsten gewesen. So, ja. Du kannst ja sagen, das ist nur so ein bisschen Pillepokram, wo nun der Kühlschrank zugemacht werden soll und wer den Tisch sauber machen soll. Was sind denn noch für Regeln, die dir sehr so ans Eingemachte gehen? Er mischt sich auch so in meine Freundschaften ein, dass er mich da extrem einengt und mich da auch ein bisschen ausspielt und mich dadurch auch noch niedermacht, indem er dann sich, sag mal, mit meinen Freunden unterhält, wenn die also Probleme haben oder sowas. Also er mischt sich in Beziehungen ein? Er mischt sich in Beziehungen ein, der sagt, ja, der Typ, der ist nichts für dich, oder der will dich bevormunden? Nee, nicht unbedingt so. Also als ich mit meinem Freund zusammen war und als es dann so angefangen hat zu kriseln teilweise, hat er sich mit ihm unterhalten und so und hat sich dann wirklich extrem eingemischt. Und dann stand ich halt irgendwann da und habe halt gedacht, bei meinem Vater kann ich mir so ein bisschen Schutz suchen und Halt suchen. Und das war halt gar nicht so, weil dann, sag ich mal, mein Ex-Freund und mein Vater plötzlich mir gegenüberstanden und einer Meinung waren. Mhm. Und ich dann plötzlich die war, die alles falsch gemacht hat. Er mischt sich ein in die Beziehung. Ja, auch. Er maßregelt dich sehr, wie du dich im Haus zu verhalten hast. Ja. Wie ist es denn so mit Regeln nach Hause kommen und anziehen und sowas? Also nach Hause kommen ist bei mir eine Zeit lang auch sehr streng gewesen. Mhm. Mit Freunden rausgehen war auch nicht so, dass es ihm gefallen hat. Hat er dann teilweise akzeptiert. Auf der anderen Seite hat er mich dann, sag ich mal, ziemlich hart angefasst, indem er halt wirklich dann wieder andere Regeln, plötzlich ganz spontan irgendwelche ausgedachten Regeln aufgestellt hat. Mhm. Hauptsache mir eins halt auszuwischen. Also er erlaubt mir zuerst und dann später kommt aber, sag ich mal, die Bestrafung. Sag mal so eine andere Regel, die er sich da plötzlich ausgedacht hat. Ja. Das ist, was weiß ich, dann plötzlich muss ich jetzt heute unbedingt, in 2 Minuten muss ich jetzt die Straße gekehrt haben. Ach so. Das ist so, wo ich dann eigentlich sage, nee, lass mich jetzt lernen. Mhm. Ich bin jetzt gerade fertig, habe jetzt gerade Abi gemacht. Ja. Mischt er sich auch ein, was du für Klamotten anziehen sollst? Anziehst? Nee, das eigentlich nicht. Das nicht, ja. Und die Stiefmutter, welche Rolle hat die? Hält die sich raus oder ist die... Die Stiefmutter hält sich, also sag ich mal so, aktiv raus, aber... Bei ihm sagt sie dann schon was. Also, dass sie bei mir was sagt, ist nicht so. Also, wenn er dann zum Beispiel mich anscheißt, geht sie dann meist aus dem Raum und ich höre dann nur hintenrum von ihm so Bestätigung für mich, so ungefähr, sie hält doch dann eher zu mir. Mhm. Ist aber dann... So, jetzt kann man natürlich sagen... Dann doch nicht so. Jetzt kann man ja sagen, das ist vielleicht noch so im Rahmen von so einer, von was viele mitmachen, also so eine Loslösung von zu Hause. Es ist ja nicht ganz krass. Er schlägt dich nicht. Nein. Ne, das muss man festhalten. Es gibt keine Gewalttätigkeiten. Also es ist jetzt nicht so die ganz schlimme Nummer. Es ist die Nervnummer, können wir so sagen. Ne? Es ist so, dass er halt auch weiß, dass ich psychisch nicht so ganz im Moment auf dem Stand bin, dass ich nicht gefestigt bin. Ja. Und dass er dann absichtlich dann trotzdem, wenn er halt Aggressionen hat, ja, dass alles wirklich an mir ablässt. Warum bist du psychisch nicht so ganz fest im Moment? Ich habe viel Probleme gehabt mit meinem Ex-Freund gehabt, das ist aber schon länger her. Das hat sich dann so gefestigt. Mhm. Und dann mit meinem Freundeskreis habe ich auch viele Probleme ich gehabt. Verstehe. Und so, nun hast du gerade gesagt, dass du Abitur gemacht hast. Ja. Was das mir spontan zu der Geschichte einfällt oder zu dem, was du gerade gesagt hast, Tina, dass das gar nicht mehr lösbar sein wird innerhalb eurer familiären Gemeinschaft, sondern die einzige Lösung wird sein,
wenn du aus diesem Haus, aus der Familie raus bist. Ja, und wenn wie du soll eine ich das machen ohne Finanzen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das schaffen? Ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt aus dem Hut auch nicht so rauszaubern. Es gibt viele junge Leute, die das hinkriegen irgendwie. Du hast gerade Abitur gemacht. Wie soll es jetzt weitergehen? Das weiß ich eben nicht. Ich weiß es nicht. Ja, hast du Pläne? Wirst du studieren oder wirst du eine Ausbildung machen? Eine Ausbildung, ja. Mhm. So, jetzt kann ich eine Finanzberatung hier machen. Aber ich weiß übrigens auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man das will und wenn man auf eigene Füße kommen will, dass man das schafft. Da muss man vielleicht erstmal Einbußen hinnehmen. Man mietet sich vielleicht irgendwo ein Zimmer in der WG oder weiß ich was. Aber man ist ein eigener, man ist auf eigenen Füßen. Und ich sage dir das nur mal so als perspektivischen Rat. Das wird vielleicht jetzt nicht in den nächsten Monaten zu realisieren sein. Aber das muss dein Ziel sein, so schnell wie möglich darauf hinzuarbeiten, dass du auf eigene Füße kommst. Weil da zerreibt ihr euch und da werdet ihr nie zueinander kommen. Du musst raus, du musst eine eigenständige Frau und Person werden mit eigenem Leben und dann wird sich das vielleicht auch wieder beruhigen zwischen dir und deinem Vater. Ja. Sei das jetzt mit Jobs, mit Nebenjobs oder was weiß ich, irgendeine Lösung wird es finden, wird es geben, bin ich ganz sicher. Ja. Also ich würde das Problem nicht da anfassen, jetzt endlos mit dem Vater zu diskutieren, hast du wahrscheinlich alles schon hinter dir und bringt nichts. Habe ich alles schon hinter dir. Glaube ich. Und macht nur Aggressionen und Nervereien. Ich würde versuchen jetzt, solange du noch da bist, relativ problemlos da rauszukommen, ohne große Diskussionen, aber im Kopf zu haben, ich will da raus. Ich würde mir irgendwie eine Marke setzen an dem Punkt, bis dahin muss ich es geschafft haben. Das würde ich erraten und wünsche dir dafür Glück, Tina. Ja, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Katrin, 17 Jahre alt. Hallo Katrin. Hallo. Hi. Katrin, weswegen hast du angerufen? Mir geht es im Moment ziemlich dreckig, weil ich wurde mit 8 Jahren missbraucht und ist halt in letzter Zeit wieder ziemlich da. Mit 8 Jahren, wer hat das gemacht? Ein Junge, der mit mir in den Hort ging, wo ich damals hinging. Wie viel älter war der als du? Der war 11. 11 und du warst 8? Ja. Der hat dich schon in dem Alter zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Also es gab richtigen Geschlechtsverkehr? Ja. Wie oft ist das vorgekommen? Einmal. Einmal. Hast du das damals jemandem erzählt? Nein. Also ich habe erst angefangen zu schreiben, sozusagen letztes Jahr praktisch. Ja. Also das für dich aufzuschreiben? Ja, und meinen Eltern, also auch einen Brief zu schreiben. Ach so, das heißt, die Eltern wissen jetzt Bescheid? Ja. Du hast das damals für dich behalten, weil du dich geschämt hast, weil du Angst hattest? Ja. Wo ist das denn damals passiert? Also ich ging, als in die erste Klasse kam, musste ich in den Hort, weil meine Eltern halt bis 16 Uhr arbeiten mussten. Und da ist es halt dann auch passiert mit in der dritten Klasse, so mit 8. Es ist in dem Hort passiert? Ja. In einem separaten Raum oder wie kam es dazu? Da sind eigentlich immer andere Leute auch. Und in einem Gartenhäuschen. Also wir hatten ein Gartenhäuschen. Ja. Ich glaube, mittlerweile stehen da irgendwelche Fahrgeräte oder so drin. Ja. Also damals war das halt mit Decken und so ausgelegt. Und da ist es dann halt auch passiert. Hattest du große Angst? Ja. Hast du dich damals, wenn du dich erinnerst, gewehrt oder um Hilfe gerufen? Oder warst du ganz blockiert? Ich war ganz blockiert. Also ich stand da nur und konnte gar nichts. Kanntest du den vorher auch schon? Also wir sind uns schon mal vorher über den Weg gelaufen, aber wirklich gesprochen miteinander hatten wir bis dahin nicht. Und dann ging das so ganz zack, zack. Hat der dich da dahin gelotst, hingelockt zu diesem Gartenhäuschen? Oder warst du zufällig da und er kam da auch hin? Nee, es war so vorher so, der hatte mich gefragt, ob ich mit ihm schlafen will. Ach so. Und ich wusste damals halt nicht, was das ist und habe zuerst ja gesagt. Habe dann aber mich auf nein entschieden und wollte ihm das halt mitteilen. Und dann hat er halt nicht darauf gehört. Und wie kam es dann, dass ihr dann beide in diesem Gartenhäuschen wart? Weil ich ihn aufgesucht habe, weil der musste ja irgendwie die Entscheidung... Achso, du wolltest die Entscheidung ihm sagen und dann hat er gesagt, ich bin da in dem Garten. Achso. Und dann hat er es gewalttätig sich quasi genommen, was er wollte. Ja. Du bist doch danach dann wahrscheinlich wieder zurück in deine Klasse gegangen, ne? Zu deinen Leuten gegangen. Ja, ich habe
mich danach, glaube ich, erstmal auf dem Klo eingeschlossen. Mhm. Mich wundert, dass du eine Betreuerin oder eine Lehrerin oder so niemand, hast es gut geschauspielert wahrscheinlich, weil du dich so geschämt hast, ne? Ja, ich war schon immer ein ruhiges Mädchen, mhm. aber danach war bei mir gar nichts mehr. Mhm. Da hast du aber doch wahrscheinlich so die Monate oder Jahre danach immer Angst gehabt, wenn der dir irgendwie über den Weg lief, oder? Also, der ist nach 2 Jahren aus dem Hort gegangen. Mhm. Und aber immerhin, 2 Jahre war er noch da. Ja, und ich habe ihm dann versucht, halt immer auf den Weg zu gehen. Hattest du Angst, dass der das nochmal macht? Ja. Mhm. Aber das ist Gott sei Dank nicht passiert. Nee. Mhm. Jetzt hast du dich entschieden, erst vor kurzem, also vor einem Jahr oder ungefähr, das mal aufzuschreiben und deinen Eltern zu sagen, zu geben quasi. Ja, es war halt so, ich hatte davor einen Freund und die Zeit zwischen meinem Freund und damals habe ich es halt verdrängt bekommen. Mhm. Dann, als der Freund dann kam, der mir zu schnell ranging, kam das dann so langsam wieder hoch, alles. Verstehe. Mhm. Hast du denn mit dem Freund überhaupt mal geschlafen? Nein. Das ging nicht? Nee. Da war alles verkrampft und blockiert wahrscheinlich bei dir, ne? Mhm. Wie lange warst du mit dem Freund zusammen? 3 Wochen. Ach so, dann war ja nicht so lange. Ja. Mhm. Deine Eltern wissen das jetzt. Ja. Haben die dich angesprochen, nachdem du ihnen das geschrieben hast? Nee. Wie? Gar mein Vater, nicht? Der zeigt sowieso keine Reaktionen auf mich. Also, da ist irgendwie nichts. Also, wie lange liegt das jetzt zurück, dass du ihnen das aufgeschrieben hast? Habe ich das richtig verstanden? So ein Jahr ungefähr? Ja. Und die haben seitdem nicht auch darauf reagiert? Nee. Auch deine Mutter nicht? Nee, also die ist mit mir damals, also ich bin jetzt in der Beratungsstelle, war vorher schon mal in einer anderen und die ist halt beim ersten Mal damit hingegangen, aber dann irgendwie... Bist du denn zu dieser Beratungsstelle wegen dieses Problems gegangen? Ja. Ja? Und du so mit deiner Mutter alleine hast nie drüber gesprochen? Nee. Das heißt, also so wie wir uns gerade unterhalten haben, dass ich dich frage, wie ist das passiert und so, das hat die dich nie so ganz eindeutig gefragt? Nee. Gar nichts gefragt? Gar nichts. Wie kommt das? Kannst du dir das erklären? Sie wollte es wahrscheinlich nicht wahrhaben. Mhm. Also wir hatten dann zwischenzeitlich hatten wir schon ein Gespräch, aber das ist dann von mir ausgegangen. Mhm. Und sie gibt sich halt die Schuld, dass sie es damals nicht gemerkt hat. Das hat sie gesagt? Ja. Mhm. Findest du das traurig, dass deine Eltern so verschwiegen sind und sich so zurückhalten? Ja, schon. Du würdest lieber mit denen sprechen? Ja, mit meinem Vater nicht so. Mhm. Mhm. Immerhin hast du ja den Schritt jetzt gemacht. Da war der Leidensdruck jetzt so groß, dass du den Schritt unternommen hast, zu schreiben, es ihnen zu geben. Daraus ist resultiert, dass du in einer Beratungsstelle warst. Warst du mehrfach bei dieser Beratung? Ja, so 8-mal, also 3 Monate, 8-mal war ich da und dann kam es dann so langsam zur Therapie. Mhm. Und ich wollte mich halt nicht auf die Warteliste setzen und hatte mich dann in eine andere Beratungsstelle. Ja, das heißt, bist du denn im Moment in einer psychologischen Betreuung? Ich bin in einer Beratungsstelle und will jetzt auch eine richtige Therapie machen. Ja, aber das ist doch schon mal ganz gut, Katrin. Ja. Finde ich. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, mir geht's gar nicht gut. Ja, ist auch so. Glaube ich. Liegt wahrscheinlich am Wetter. Naja, das glaube ich liegt nicht nur am Wetter, wenn man sowas hinter sich hat und damit noch gar nicht so klar kommt. Aber weißt du, was ich gut finde? Ich finde deine Initiative gut. Ich finde die Initiative gut, dass du diesen Brief erstmal an deine Eltern geschrieben hast. Da finde ich gut, dass du immer wieder zu diesen Beratungsstellen gehst, dass du jetzt auch wieder eine hast und sogar bereit bist, eine Therapie zu machen. Mhm. Ich finde auch toll, dass du hier anrufst. Ja, das hat 3 Wochen gedauert erstmal. Ja, aber das finde ich auch sehr mutig, wenn man so etwas erlebt hat. Und weißt du, ich sag jetzt mal so, ich glaube, das ist so ein, alles so, das sind so Millimeter für die Therapie auch. So einen Schritt zu wagen, anzurufen, in der Öffentlichkeit drüber zu sprechen, sich auch den Fragen von dem Domian zu stellen und darauf zu antworten. Das ist alles sehr mutig, finde ich alles sehr gut. Und das zeugt auch, dass es nach vorne geht, Katrin. Mhm. Wenn auch es dir schlecht noch geht, das glaube ich, das verstehe ich auch. Das ist ja wie ein Schock, der dir damals beigebracht wurde. Und dann ist der Schock in deinem Unterbewusstsein versunken. Und du hast ihn erstmal vergessen und jetzt ist er wieder hochgekommen. Und das heißt, das muss richtig verarbeitet werden.
Ja. Auch mit dem Ziel, dass du irgendwann mal auch vielleicht dich auf einen Jungen einlassen kannst, der damit dann auch einfühlsam hoffentlich umgeht. Ja, ich habe jetzt letztes Jahr auch meinen Realschulabschluss Gott sei Dank noch geschafft. Ja. Und bin jetzt auf einer Mädchenschule. Ja. Das war meine Entscheidung. Ja. Und da fühlst du dich ein bisschen sicherer, ja, und wohler? Ja, fühle ich mich auch wohler. Mhm. Ja, du kannst dir ja auch in Sachen Liebe und Sexualität wirklich noch sehr viel Zeit lassen. Du bist ja erst 17 Jahre alt. Ja. Das muss ja nicht heute sein, nicht morgen, auch noch nicht in 2 Jahren. Musst du entscheiden, wie du es dann möchtest. Und ich möchte dich nur ermutigen, so weiterzumachen, Katrin. Mhm. Auch wenn du immer wieder vielleicht mal so Durchhänger hast und denkst, ah, ich kann nicht mehr oder so. Das gehört dazu, das ist normal. Aber du musst immer weitergehen und immer weitergehen. Und irgendwann wirst du froh sein und sagen, gut, dass ich damals diese Schritte unternommen habe. Ja. Und wenn deine Eltern so schweigsam sind, deine Mama so schweigsam ist, ich finde es auch ein bisschen schade, aber vielleicht macht sie sich wirklich große Vorwürfe und ist auch ein bisschen überfordert mit der Situation. Ja, das kann sein. Ne? Und sie hat ja keine Schuld daran, dass das passiert ist damals. Aber du bist jetzt in guten Händen und das finde ich wichtig. Und das machen wir weiter so. Mhm. Und dann wird das auch schon werden, da bin ich ganz sicher. Das haben viele andere Mädchen, die auch Schlimmes erfahren haben, auch geschafft. Und dann schaffst du das auch, Katrin. Ja. Ich ganz sicher. Alles Liebe wünsche ich dir. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist der Udo. Und Udo ist 52. Hallo Udo. Hallo Domian. Ja. Ich muss sagen, im Gegensatz zu deiner letzten Gesprächspartnerin, kann ich nur sagen, mir geht es super gut. Das ist schön zu hören. Ja. Das ist wirklich schön. Wie kommt es, dass du so guter Dinge bist? Das kann ich dir sagen. Ja. Ich habe eine Tochter, die ist 20 Jahre alt. Ja. Und die habe ich vor 19 Jahren das letzte Mal gesehen. Vor 19 Jahren? Ja. Da war sie ein kleines Mädel. Das ist richtig. Da war sie kurz vor ihrem ersten Geburtstag. Ich war mit der sogenannten Mutter nicht verheiratet. Ja. Da hast du ja natürlich keine Schnitte, ne? Wenn die Frau sagt, nee, dann. Das stimmt, ja. Und dann hat die Mutter dir das Kind so lange entzogen. Ja. Das heißt, du durftest das Kind nicht mal kurz besuchen, nicht, gar nichts. Gar nichts. Wie hart. Wenn ich irgendwas unternommen habe, hat, naja, den Namen sag ich jetzt nicht, eine tolle Rechtsanwältin, deren Sohn bei der FDP ist, mit ein, zwei Verfügung gedroht und so weiter, keine Chance. Mhm. 19 nicht. Jahre. Ja. 19 Jahre. Das finde ich schlimm, wenn Frauen das machen. Das finde ich schlimm, wenn Frauen, sie strafen ja in allererster Linie die Kinder. Die Kinder. Genau. Und die meinen, den Mann zu strafen, aber sie strafen die Kinder. Ja, den Mann strafen sie auch. Den Mann strafen sie auch, natürlich. Ja, ja, ja. Das ist die sagen, Macht. Ich habe also mein Leben, ich bin schwer herzkrank. Ich habe also mein Leben reduziert, um zu sagen, so, durchschnittliche Lebenserwartung so und so viel. Mhm. Bei meiner Vorgeschichte -20%, dann wäre ich bei 60. Mhm. Im Oktober, wenn ich Glück habe, werde ich 53, sprich 7 Jahre noch was. Mhm. Und das war mir genug. Dann, im Prinzip, entschuldige, scheißegal. Mhm. Jetzt lass so, dann taucht das Kind auf. Ja, lass mich mal fragen. Das krempelt alles um. Lass mich mal fragen. Die 19 Jahre. Die 19 Jahre kann ich mir vorstellen, wenn man so eine Sehnsucht nach dem Kind hat, dass man immer und immer drüber nachdenkt und grübelt. Wie sieht's aus? Wie geht's ihr? Immer. Immer, ne? Hast du mal versucht, sie irgendwie heimlich zu sehen auf der Straße? Ja. Wie hast du das gemacht? Ich wusste gar nicht, wie sie aussieht. Ja. Konnte ich ja nicht. Aber ich bin auf die Straße gefahren. Ich bin vor die Schule gefahren, an der Bushaltestelle und. Aber das Einzige, was ich wusste, die muss blonde Haare haben, so wie ich. Ja. Und mehr wusste ich nicht. So, jetzt hat sich das Blatt aber gewendet. Ja. Jetzt hast du Kontakt wieder mit deiner Tochter. Absolut. Wie hat sich denn der Kontakt ergeben? Sie hat einen super tollen Mann geheiratet. Aha. Und der war auch schon geschädigt. Der hat seinen Vater 7 Jahre lang nicht gesehen. Ah. Und der hat wohl auch ein bisschen gebohrt. Ja. Obwohl der Wunsch bei meiner Tochter latent immer vorhanden war. Mhm. Mhm. Dann irgendwann mal hat er gesagt, so, Anke, jetzt mach mal was. Mhm. Und mein Vater wohnt also in relativer Nähe. Dein Vater? Ja, mein Vater. Ja. Da ist sie da wohl hin und hat dann da meine Nummer eruiert. Mhm. Und dann am 17.06. Rief ihre Halbschwester an.
Am 17.06. in diesem Jahr, ne? Ja. Und sagte, die Anke möchte ich gern kennenlernen. Wow. Das muss aber, das muss aber ein Gefühl, das muss aber ein Gefühl am Telefon gewesen sein, oder? Da fällt dir nichts mehr ein. Wow. Da fällt dir nichts mehr ein. Und am nächsten Morgen rief meine Tochter an. Ja. So. Da war ich fertig. Das glaube ich. Wie viele Tage vergingen noch, bis ihr euch dann real gesehen habt? Am 23. Am 23. Und dann habt ihr euch gegenüber gestanden, gesessen? Ja. Kamen sie an mit ihrem Mann und mit meiner Enkelin. Gibt's auch schon. Sie? Ja. Zu dir in die Wohnung? Ja, ja, natürlich. Hast du überhaupt ein Wort rausgekriegt? Nee. Das glaube ich. Das nee. Glaube ich. Da kannst du nur noch die Arme ausbreiten. Ja, und weinen. Ja. Und eigentlich nur weinen, ja. 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 So, jetzt sind ein paar Wochen erst vergangen. Ach, nicht mal so richtig. Das ist ganz, ja, ganz frisch alles noch. Ja. Würdest du sagen, dass das jetzt, obwohl der Kontakt so jung, so frisch ist, dass er schon gut ist? Ja. Ja. Also wir schreiben uns regelmäßig, weil ich finde, das geschriebene Wort ist also immer eine feine Sache. Ja, und so kann man sich auch annähern. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe eben das gehört mit den Zetteln. Ja, genau. Mit den, es kommt irgendwann mal, dann legt man, fällt einem spontan was ein. Ja. Dann hinsetzen, aufschreiben, fertig. Ob man das irgendwie zur Veröffentlichung freigibt, ist eine andere Sache. Ja. Wohnt ihr denn in einer Stadt? Nein, es sind 20 Kilometer. Naja, das ist ja nicht so weit. Lächerlich. Sag mal, Udo, lass mich mal fragen. Ja, wie steht denn deine Tochter zu dem unsäglichen Verhalten ihrer Mutter? Realistisch. Was heißt realistisch? Ja, realistisch, so wie es ist. Es ist so, sie beurteilt das nicht weiter. Es war so, wie es war. Nein, sie sieht es realistisch, dass ihre Mutter also da die absolute Nullnummer war. Ach so. Also sie denkt schlecht über die Mutter. Ja. Also, naja. Absolut. Mhm. Mhm. Und bei mir war es so, wie du eben schon sagtest, oder wie ich eben sagte, wenn ich meiner Tochter mal zufällig begegnen würde, ja, oder begegnen wäre, ja, nach 19 Jahren oder 15 oder 13, je nachdem wann es war, ja, Gehirnwäsche. Ja, verstehe. Mhm. Da habe ich auch der Anke gesagt, ich sage, Anke, was hätte ich machen sollen, wenn ich gesehen hätte? Ja. Ich hatte Angst davor. Ja, du konntest nichts machen, ist mir schon klar. Nee, ich hatte Angst davor. Hätte ich gesagt, ich bin dein Vater, dann hätte ich vielleicht sagen können, na du Arsch. Ja. Hat sie denn noch Kontakt zur Mutter? Ja, natürlich. Aber sie ist sehr eingeschränkt mittlerweile. Mhm. So, jetzt habt ihr beiden euch gefunden. Ja. Und du sagst gerade zu Beginn des Gesprächs, ich bin richtig glücklich, im Gegensatz zu der Voranruferin. Ja. Das ist doch eine tolle Sache. Ich gönn's dir wirklich von Herzen, wenn du 19 Jahre hast warten. 19 Jahre, muss man sich mal vorstellen. 19 Jahre, ja. 19 Jahre war. Hattest du zwischendurch die Hoffnung aufgegeben, dass du sie je irgendwann kennenlernen wirst? Ja. Ja, das glaube ich. Na, ich habe gedacht, wenn wie gesagt, so ein paar Jahre gehören möchte, jeder versucht irgendwann mal zu besuchen, back to the roots. Ja. Das ist ja normal. Ja, wenn man so und so lange beeinflusst ist, negativ, das kann ich auch keinem verübeln, wenn er das dann auch annimmt. Klar, aber man hört ja Gott sei Dank immer wieder, dass die Kinder mit denen so umgegangen wurde. Dass dann doch der Wunsch aus denen herausbricht, dann doch ihre Eltern kennenzulernen. Oder? Ja, richtig, aber meistens, wie jetzt auch bei meiner Tochter, da fehlt dann mal der Kick. Ja. Das war ihr Mann. Ja. Der das dann zum Ausbruch bringt. Ganz genau. So, Udo. Da wollte ich allen Vätern, die also in ähnlichen Situationen waren, möchte ich da gerne Mut zu sprechen. Das ist sehr lieb von dir. Hauptsächlich drum. Das ist sehr nett von dir. Und das hast du auch getan. Und ich wünsche dir wirklich, ich gratuliere dir richtig von Herzen und wünsche, dass du und deine Tochter wirklich eine schöne, jetzt alles nachholen könnt, was ihr bisher versäumt habt. Das tun wir. Grüß dir herzlich von mir. Mach es gerne. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Ciao. Lisa, hallo Lisa. Hallo. 27, 26. Ja, genau. Lisa, was geht's bei dir? Ich befinde mich in einer Zwickmühle. Oh. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr mit meinem Freund Schluss gemacht. Weißt du, was ganz toll wäre? Wenn du den Hörer stillhalten würdest. Es knackt immer zu so in der Leitung. Okay. Ja. Also vor einem halben Jahr mit dem Freund Schluss gemacht. Genau. Mhm. Und er hat sich danach zum Stalker entpuppt. Also das heißt, dass der dich jetzt seit einem halben Jahr penetrant belästigt? Ja, es ist nicht so sehr penetrant, weil wir nicht in derselben Stadt wohnen. Mhm. Was macht er denn?
Er ruft an, er schreibt, schickt Blumen. Ja. Also er bedroht dich nicht? Ist es alles noch? Doch, er hat mich auch bedroht. Ja. Aber ja, telefonisch. Sag mal nochmal vorweg, vor einem halben Jahr getrennt, wie lange wart ihr zusammen gewesen? 2 Jahre. Ja, und wie ist es zu der Trennung gekommen dann? Ich habe mich getrennt. Und warum? Ja, weil er ziemlich viel Mist gebaut hat. Sag mal ein Beispiel. Ja, er hat mich belogen. Zum Beispiel. Hm. Oft? Ja. Also ich weiß jetzt im Nachhinein gar nicht mehr, was ich ihm überhaupt noch glauben kann. Das heißt also, irgendwann war für dich, irgendwie war die Sache gegessen und die Liebe war weg. Ja. Und da hast du gesagt, ich will nicht mehr, ich gehe. Ja, genau. Und seitdem dreht er am Rad. Ja, im Moment habe ich Ruhe. Mhm. Jetzt schon, ein paar Wochen. Wenn er dich so anruft, was sagt er dir? Er will, dass ich zu ihm zurückkomme. Mhm. Und du sagst was dann? Sagst du klar nein? Ja, er droht auch mit Selbstmord oder er hat mit Selbstmord gedroht. Mhm. Wie alt ist er? So alt wie ich. 26. Mhm. Du hast gerade gesagt am Anfang, ich bin in einer Zwickmühle. Was ist die Zwickmühle? Die Zwickmühle ist, dass ich noch Geld von ihm bekomme. Wie viel? Eine ganze Menge. Sag mir den Betrag. 40.000. 40.000? Ja. 40.000 Euro? Ja. Hast du ihm geliehen? Ja. Hast du so viel Kohle? Nein. Wie kommt es, dass du 40.000 Euro einfach mal so verleihen kannst? Hast du was geerbt oder wie kommt das? Das war gespartes Geld. Das war gespartes Geld, das, was du lange gespart hattest? Ja. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite im Krankenhaus. Ja. Für was hat er das Geld gebraucht? Er hatte Schulden. Und jetzt ahne ich deine Zwickmühle auch. Ja. Das heißt, du kannst nicht so ganz radikal dem gegenüber sein. Genau. Weil das Geld da noch ist, was du gerne haben möchtest. Mhm. Und das wittert er genauso, dass er dich damit irgendwie in der Hand hat, mit den 40.000. Ja, ist das irgendwie schriftlich mal gemacht worden? Ein Teil ist schriftlich gemacht worden, aber es ist bei ihm nicht zu holen. Mhm. Also er hat das wieder verprasst. Die Schulden sind irgendwie weg, aber das Geld ist halt auch weg, oder? Mhm, man könnte da auch nichts einklagen oder so. Mhm. Wenn er wirklich wollte, könnte er dir das zurückzahlen? Wenn er es wirklich wollte? Ja, in monatlichen kleinen Raten. Mhm. Wäre das über eine lange Zeit sicher möglich. Ja. Jetzt. Er hat mir auch am Anfang immer mal was geschickt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er ja wohl gemerkt hat, dass ich nicht mehr zurückkomme. Hat er das Geld auch schon mal ins Spiel gebracht bei seinen Telefonaten? Nein. Also er hat mir eigentlich immer nur geschrieben, ich zahle dir das zurück. Mhm. Ich würde doch gern nochmal, Lisa, dass du in deinen Worten nochmal die Zwickmühle formulierst. Das ist schwierig. Ja, also ich weiß, ob ich ihn anrufen soll, mit ihm darüber sprechen. Lisa, ich muss dich nochmal bitten, den Hörer stillzuhalten, weil es knackt ständig. Ja. Oder es liegt in der Leitung, ich weiß auch nicht. Es ist ein Gewackel und Geknacke. Es kann doch in der Leitung liegen, ich weiß nicht. Hm. Sag doch den Satz gerade nochmal, den du vorher gesagt hast. Ich würde ihn eigentlich gerne anrufen. Mhm. Und weil ich einfach auch so viel Wut in mir habe, die ich ihm eigentlich gerne mal alles ins Gesicht schleudern würde. Mhm. Was würdest du denn in dieser Wut ihm sagen wollen? Ja, dass ich es einfach von ihm unfair, unmöglich finde, dass er mir nichts mehr zurückzahlt. Dass er es dir nicht zurückzahlt? Genau. Mhm. Was hält dich denn? Das ist ja noch keine Zwickmühle. Eine Zwickmühle ist, wo man irgendwie. Naja, gut, die Alternative wäre, dass ich es auf sich beruhen lasse. Mhm. Dass ich meine Ruhe habe, aber eben kein Geld mehr bekomme. Aber was hält dich davon ab, wirklich diesen Schritt noch zu tun? Ihn anzurufen? Deine Wut rauszulassen?
auch das Geld nochmal zu thematisieren. Das könntest du doch tun. Ja, weil ich Angst davor habe, was er dann tut. Wenn du das Geld so einforderst und wenn du deine Wut rauslässt, ja, hast du Angst davor, dass er sich umbringt? Nee, aber dass er mir vielleicht was antut. Ist er so ein Typ? Würdest du es ihm zutrauen? Ja, ich weiß nicht. Auf der einen Seite schon, weil er sehr jähzornig ist. Mhm. Auf der anderen Seite aber eigentlich nicht, weil er mich schon auch sehr geliebt hat. Mhm. Mhm. Wann hast du das letzte Mal von ihm gehört? Das ist 3 Wochen her. Ja. War das aggressiv, das letzte Gespräch? Nein, das war ein Brief. Mhm. Gesprochen haben wir uns schon sehr lange nicht mehr. Mhm. Nun gäbe es ja vielleicht auch einen Mittelweg. Du sagst, ich will die Wut rauslassen. Gäbe es nicht einen sachlichen Weg auch, dass du ihm sagst, pass mal auf, ich möchte, dass wir uns sauber trennen. Ich möchte auf jeden Fall das Geld oder einen Teil des Geldes wieder haben. Ohne dabei wütend zu sein, ohne dabei aggressiv zu sein, ohne dabei ihn zu reizen. Ginge das? Ja, das ist vielleicht der Mittelweg. Es wäre zumindest ein Versuch. Mhm. Ein kleiner Versuch. Mhm. Ich habe das gerade auch so verstanden, dass du eben nicht so schweinereich bist, dass du sagst, okay, komm, 40.000 Euro, egal. Nee. Also das wäre dir schon sehr wichtig, dass du, wenn auch in kleinen Raten, dieses Geld wiederbekommst. Ja. Mhm. Bereust du das schon, dass du es ihm damals gegeben hast? Ja. Mhm. Pass auf, Lisa, ich würde jetzt so von meinem Erstgefühl sagen, versuch es doch nochmal auf der sachlichen Tonlage bei ihm. Nun weiß ich aber, dass mit Stalkern das äußerst kompliziert ist und äußerst schwierig und auch gefährlich ist. Mhm. Ich möchte, dass wir dir gleich noch, also wir werden dir jetzt gleich noch eine Anlaufadresse geben, eine Telefonnummer. Ja. Zur Beratung von Opfern von Stalkern. Ja. Damit wir da nichts Falsches machen. Mhm. Hast du es mit Leuten zu tun, die sich sehr, sehr gut mit solchen Fällen auskennen und die auch eher so diese Psyche, solche Leute gut durchschauen, die ja, mit anderen Menschen so umgehen. Mhm. Das wäre, glaube ich, der allerbeste Weg. Mhm. Mach mal das so, du legst auf und wir rufen dich nochmal an und dann bekommst du diese Telefonnummer. Okay. Ja, alles Gute und gute Entscheidung wünsche ich dir. Danke. Auf Wiedersehen. Einen schönen Sommer und ich bin sehr traurig, dass wir jetzt in die Sommerpause gehen. Ja, wir müssen ja auch mal Urlaub machen. Ja, ich werde schon missen. Dankeschön, Lisa. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Andreas, 36, hallo. Ja, hallo. Hallo, Andreas. Ich suche deinen Rat. Mhm. Oder vielleicht deine Hilfe. Ja. Weil ich eine Affäre mit einer Frau habe. Ja. Die verheiratet ist, ja, aber getrennt lebend. Wie lange schon? Schon über 9 Monate geht das. Ja. Und die. Bist du solo oder bist du offen in einer Beziehung? Nee, ich bin solo. Du bist solo. Mhm. Ja. Ja. Mit kurzen Worten, die ja eigentlich doch ja sehr oft mit mir gespielt hat oder ja. Das so für sich eigentlich immer positiv genutzt hat. Und ich dann halt der Trottel war, der dann das mitgemacht habe. Was denn? Wie Dinge, dass in Verabredungen geplatzt sind oder dass das Handy ausgemacht wird oder dass nicht ans Telefon gegangen wird. Achso, das heißt also im Klartext, sie hat die Leitlinie vorgegeben. Ja. Was passiert, wie es passiert, wo es passiert, wann es passiert und du musstest so hinterher trotteln und alles so mitmachen, wie die Dame das wollte. Ja, richtig, ja. Mhm. Läuft das denn im Moment immer noch so? Es ist eine gewisse Luft, also ein gewisser Zeitraum dazwischen gekommen, weil das alles zu heftig wurde. Ich weiß nicht, ob es normal ist, aber ich denke, dass in einem gewissen Rahmen ein Mann eifersüchtig wird, wenn die Frau mit anderen Männern flirtet, obwohl du dabei bist. Das tut sie. Ja. Also sie flirtet mit anderen Männern, während du dabei bist. Ja. Das nimmt sie sich auch raus. Ja. Wahrscheinlich wird sie hysterisch werden, wenn du mit anderen Frauen flirten würdest, während sie dabei ist.
Denke ich schon, ja. Ich habe ich aber nicht gemacht. Also ich halte mal fest, die Beziehung läuft, ist ja noch konstant, ne? Also sie läuft noch im Moment. Ja, noch, ja. Ja, aber aus dir klingt so viel Unzufriedenheit und Missmut. Denkst du darüber nach, sie zu beenden? Ja, zu beenden oder halt, wie du gesagt hast, dass man mal irgendwie Spieß umdreht oder vielleicht diesen Aspekt Eifersucht rauszunehmen. Also was ist denn das, wenn du das jetzt so auf den Punkt bringen solltest, was ist denn das, was dich am allermeisten an der nervt, an der Frau? Dass sie einfach ihren Weg geht. Sagen wir es noch krasser. Dass es eine egozentrische Person ist. Ja. Dass sie sich einen Teufel darum schert, was andere Menschen fühlen, so auch du. Sondern die hat ihre Ego-Nummer. Ist das richtig verstanden? Richtig. Leider. Und relativ alles niederwalzt. Ich frag dich mal, ich spekuliere jetzt mal. So. Sie hat auch sehr positive Seiten, die dann aber nicht so oft zum Vorschein kommen. Ja. So, nun bist du gefrustet, du bist unzufrieden. Seit neun Monaten hast du diesen Kontakt mit der Frau. Hast du ihr das denn mal so klar ins Gesicht gesagt? Oder hast du irgendwie ein bisschen Schiss vor der? Nee, ich habe ihr das auch gesagt. Und dann sagt sie nur, was willst du eigentlich? Ich bin frei, ich bin unabhängig und wenn dir das nicht passt, dann lassen wir das eben. Oh, das ist natürlich eine Ansage. Da steht man natürlich da wie ein begossener Pudel. Das heißt ja im Klartext, du, ich bin an dir nicht so sonderlich interessiert. Nimm mich so, wie ich bin oder ab dafür. Ja, so ungefähr, ja. Ist nicht sehr positiv für dich, Andreas. Ist kein tolles Kompliment. Nee, sagen wir, ich habe ja auch was, ja, einen Teil habe ich ja auch dann davon, also eine Zeit, die dann teilweise auch schön ist. Naja, trotzdem, was ist denn das für eine Konstellation, was ist das für eine Haltung? Wenn man so etwas gesagt bekommt, muss man eigentlich den Stolz haben und sagen, pass mal auf, Mädchen, dann bin ich weg. So nicht, auf der Basis nicht. Bitte keine, ich bin nicht für die Kuhmen da, die übrig bleiben. Bitte keine Almosen. Ich denke mal, es kommt aus der Situation, dass ich auch arbeitslos bin und dass man dann vielleicht denkt, dann jedenfalls braucht ich dann in gewissem Sinne noch jemand. Das andere sind dann die Dinge, dass ich nichts Materielles bieten kann. Also, Andreas, ich garantiere dir, so wie du die Frau jetzt gerade gezeichnet hast, ne? Je mehr du dich ihr unterordnest, desto mehr verachtet die dich. Insgeheim wird das so eine Frau sein, oder so ein Mensch, so ein Typ von Mensch, die Schwäche verachtet. Und du könntest höchstens so eine Schnitte bei der erobern, wenn du ganz hart auftrittst und Vorgaben machst, nur so oder gar nicht. Wenn, dann nur überhaupt so. Ja. Ich würde dir wirklich dringend raten, auch für deine eigene Selbstachtung, für deine eigene Würde, das nicht mitzumachen. Das ist klein. Ja, sie hat gesagt, das Problem liegt da, dass ihr Mann noch liebt, mich aber nicht, aber ich sie liebe. Und das ist halt dann ach, mein sagt, Problem. Ach, das, so sagt sie das? Ja. Und sie sagt auch, dass sie dich nicht liebt? Dass sie ihren Mann liebt. Sie hat nicht gesagt, dass sie mich liebt. Also, war mal eine Zeit lang, hat sie mich geliebt und dann hat mich ganz gern, aber sonst auch nichts. Klingt ganz schlecht alles, Andreas. Ein bisschen krass. Sagen wir mal so, sie ist finanziell auch abgesichert. Ihr Mann hat einen sehr guten Job. Mhm. Sie hat zwei Kinder und sie muss und braucht nicht arbeiten. Andreas, die Sendung ist jetzt vorbei. Ja, ich weiß. Soweit ich das jetzt verstanden habe, glaube ich, dass der Ratschlag gut ist, wenn ich dir sage, geh auf Distanz von dieser Frau. Wenn es auch am Anfang hart ist und dir schwerfällt, für deinen eigenen Stolz und deine Selbstachtung ist es sehr wichtig, das zu tun. Gut, okay. Alles Gute. Alles Gute, danke euch. Tschüss. Danke dir. Tschüss. So, meine Lieben, das war es für heute, für diese Woche und für den ersten Teil dieses Jahres. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Uli Kapp, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Gunnel Blendin, Christian Part, Jan Gräfe zu Baringdorf, Vivian Merchak, Corinna Mindermann und Peter Ofsianowski. Wir sind jetzt in der Sommerpause und zwar bis zum 3. September. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle guter Dinge und gut erholt wiedersehen und wiederhören. Wiedersehen hier im WDR Fernsehen, wiederhören hier bei 1 Live. Ich wünsche euch einen guten Sommer, einen schönen Sommer, einen gesunden Sommer. Alles Liebe, bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2 Uhr. Vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Nach dem jüngsten Umfragetief der SPD hat Bundes